Kapitel 58. Meine eigenen Kinder. Wehrlos und fassungslos konnte Aurora diese Worte nur hören, ohne etwas erwidern zu können. Die Luft ging ihr aus, die ganze Umgebung wurde dunkler. Polar, Aurora, ihr beiden wart einst meine Familie. Ihr wart das Einzige, was mir von ihm blieb. Aber ihr konntet ihn nicht ersetzen. Niemals. Ihr brachtet mir nichts außer Erinnerungen an alles, was ich verloren hatte. Deswegen floh ich und fand den Plot. Dass er wahrlich so weit gehen würde, euch in meinen Weg zu stellen, und doch ändert es nichts. Ich bin bereit, jedes Pokémon zu opfern, wenn es der einzige Weg zur Harmonie sein soll. Egal wen. Ich habe dich schon einmal getötet, Aurora, und heute werde ich es wieder tun und endlich meine Ziele erreichen. Über all die Jahre war Epsilon Auroras verschwundene Mutter gewesen. Sie war es, die die Familie damals zurückließ. Sie zog los, um zur Plotkaiserin zu werden. Und nun würde Aurora hier sterben, durch die Hand ihrer eigenen Mutter. Doch auf einmal fiel sie zu Boden. Aurora konnte wieder atmen und erblickte ihre Rettung vor sich. Epsilon wurde angegriffen von einem Arcani. Kell. Oder war es wirklich Kell? Epsilon, mir scheint, du hast vergessen, wie der Deal aussah, nicht? Es war nicht deine Aufgabe, heute diese Schlacht zu beginnen. Und auch deine Geheimnisse waren eine Offenbarung für die Zukunft. Was weißt du schon? Du bist nichts als ein Irrer. Von dir muss ich mir nichts sagen lassen. Ein Irrer? Epsilon, mir scheint, du hast die Stimme im Kopf dieses Pokémon falsch interpretiert. Zudem, du erlaubst dir, meine Waffe als Marionette für deine Zwecke zu nutzen. Du, Epsilon, hast unsere Abmachung gebrochen. Ich habe keinen Nutzen mehr für dich. Ein greller Blitz durchdrang den Raum, als wie aus dem Nichts eine seltsame Scheibe vor Kell schwebte. Das Kaiseremblem. Der letzte Teil der Plot-Armor. Epsilon selber schien nun mehr zu verstehen als die anderen Anwesenden. Nein. Du bist hier, aber ich dachte... Du dachtest falsch. Ein Brüllen, lauter als all die Pokémon der Arena, hallte durch diesen Saal. Die Plot-Armor war wieder vereint. Und Kell wurde wahrlich zu ihrem Meister. Als das Licht verebbte, schien die gesamte Rüstung verschwunden zu sein. Doch das Fell des Arcani leuchtete in grellem Gelb. Und nun ist der Plot gebändigt. Wieder fuhr Kell seine Krallen aus. Dieses Mal traf der Hieb Epsilons Helm. Ein Riss durchfuhr die Kopfbedeckung. Weiter und weiter wuchs er an, bis der Helm in kleinste Teile zersprang und das Gesicht eines Zoroark freigab. Sofort stieß sie Kell von sich weg. Epsilon schwebte empor, ihr Blick auf die Gruppe unter sich gerichtet. Doch den Kopf hielt sie oben. Das altbekannte Gesicht des Zoroark wirkte fehlplatziert. Aber doch passend auf der Rüstung der Plotkaiserin. Du, ihr, ist mir egal, was du denkst, was du sagst. Ich habe genug. War ich für dich überhaupt mehr als eine Marionette? Oder hast du auch nur mit mir gespielt, wie mit diesem Arcani? Erklär uns, wovon du redest. Blitzschnell richtete Epsilon das Schwert in Richtung ihrer Tochter, doch entschied sich, dass die Wahrheit ihr selbst ein Vorteil werden könnte. Was gerade durch Kell spricht, ist die Stimme des Plots, der mir und dir unsere Kräfte gab, Aurora. Und dein Arcani-Freund ist nichts als seine Marionette. Und nun, nach Jahren treuerster Dienste, wirft er wohl auch mich ab,
da ich immer noch meinen eigenen Idealen folge und mich dagegen wehre, dass sie mir so lange verwehrt wurden, trotz all der Versprechen. Kell, oder wer auch immer durch seinen Körper sprach, ergriff das Wort sofort. Du verstehst mich nicht und du hast es nie getan, Epsilon. Und genau deswegen bist du mir nicht mehr von Nutzen. Du bist meinen Worten immer gefolgt, doch nie mit Leib und Seele, um nun bei erster Gelegenheit deinen Hass über das zu stellen, wofür du wahrlich kämpfst. Letztlich, Aurora, das wichtige im Moment ist, dass wir einen gemeinsamen Feind haben, nicht? Trotz ihrer Unsicherheit sah Aurora die Wahrheit dieser Worte. Die Plottkaiserin hingegen schien nicht einverstanden. Glaube diesem Wesen nicht! Er nutzt dich aus, so wie alle Pokémon dieser Welt! Er behauptet, Frieden zu wollen, dabei will er sich nur selbst unterhalten! Und das soll ich dem Pokémon glauben, welches mich seit Monaten angelogen hat, sich als Freundin ausgegeben hat, obwohl sie eigentlich meine schlimmste Feindin und verlorene Mutter war? Epsilon, du wirst heute fallen, es ist mir egal wie! Ein weiteres Mal schlugen finstere Blitze überall auf dem Feld ein. Doch weder Aurora noch Kell zuckten nur im Geringsten. Es ist mir egal, was du denkst. Es ist mir egal, was ihr alle denkt. Blindheit überschattet euer aller Vision. Wenn ich die Welt ganz alleine bereinigen muss, dann werde ich auch das. Es ist mir egal, wer sich mir nun in den Weg stellt. Meine Kinder, mein Teampartner, die Liga, der Autor. Alle werden fallen. Hört ihr? Alle! Der Kampf ging nun in Runde 2. Doch die Karten hatten sich gedreht. Epsilon war angetrieben von mehr Hass als je zuvor. Doch sie stand alleine gegen das gesamte Team Polarner Vatra und was auch immer mit Kell los war. Sofort stürmte die Plottkriegerin voran, offensichtlich durch den Verlust ihres Helmes nicht in ihrer Kraft eingeschränkt. Direkt versuchte sie einen direkten Hieb gegen Aurora zu landen, doch diese blockierte und setzte zum Gegenangriff an. Nun von 5 Seiten attackiert, wirbelte Epsilon herum, um von allen Seiten frei zu werden. Doch nicht etwa holte sie sich neue Schatten. War dies etwa die Fähigkeit ihres Helmes gewesen? Eine Fähigkeit, die eindeutig blieb, war jedoch die Drehung des Raumes, welche sofort wieder einsetzte. Zudem schossen auch die Geysire wieder aus dem Boden. Ihre Unterzahl versuchte Epsilon durch Platzschaffung wettzumachen. Jedoch schien Kell vollkommen unbeeindruckt, da er sich trotz der starken Fliehkraft bewegte wie noch zuvor. Auch die Hindernisse umging er, als wären sie gar nicht da. Epsilon hatte mit ihm nun einen neuen Hauptgegner gefunden. Sie wirkte zwar, als würde sie sich lieber auf ihre Tochter fokussieren, doch hierzu hatte sie keine Chance mehr. Stattdessen erforderte das goldene Arcani, der Ritter des Autoren, all ihre Kraft. Gleichzeitig kämpften aber auch Aurora, Mashadow, Seraora und Monagoras mit aller Kraft. Und noch zuvor hatte Aurora nahezu alleine es mit Epsilon und Kell aufgenommen. Der Kampf wirkte ungleich. Zum ersten Mal jedoch gegen die Plottkriegerin, die schon seit 20 Jahren das Land terrorisierte. Eine Vorstellung, von der so lange so viele geträumt hatten. Epsilon war in die Enge gedrängt. Doch sie war immer noch nicht bereit aufzugeben. Immer verzweifelter, schneller, aggressiver wurden ihre Hiebe. Selbst Kell schien langsam Probleme mit der reinen Aggression zu bekommen. Angriff wurde so schnell zu Epsilons bester Verteidigung. Doch nach wenigen Minuten des Kampfes erwischte Mashadow die Feindin kritisch und sie prallte mit voller Wucht gegen die Kuppel des Kampffeldes. Sofort zerbarst der Beinschutz ihrer Rüstung. Der zweite von 3 Teilen. Im gleichen Moment stoppte auch die Drehung des Raumes. Auch Zoroark musste ihre Lage nun erkennen. Deswegen versuchte sie ein weiteres Mal ihre Tochter zu erreichen. Aurora, sieh dich um! Siehst du denn nicht, was hier vor sich geht? Wie du ausgenutzt wirst? Was dieses Wesen will, ist nicht Frieden, es ist Kontrolle! Der Plot war nie ein Freund, Aurora. Auch ich habe ihm vertraut, ihm geglaubt. Ja, ihn sogar angebetet. Und sieh, wo ich nun bin. Sieh, was der Plot mir gebracht hat. Er ist ein Feind. Blitzschnell blockte sie einen weiteren Eisstrahl mit ihrem Schwert ab. Nicht der Plot ist der Feind. Du bist es. Siehst du denn nicht, dass es keine höhere Macht war?
die dich zu der einsamen Wahnsinnigen machte. Du bist allein an allem schuld, was dir geschehen ist. Du hättest alles anders machen können. Deine Macht für Gutes nutzen. Oder du hättest damals bei uns bleiben können. All dies wäre nie geschehen. Und am Ende war der Plot das Einzige, was mich am Leben halten konnte. Deinetwegen. Der Plot hat dich am Leben gehalten, um dich hier und heute ausnutzen zu können. Du bist blind. Als ich dich in der Liga traf, habe ich gezweifelt, ob es nicht vielleicht doch die beste Entscheidung gewesen wäre, damals bei euch zu bleiben. Vielleicht auch mich der Liga zu offenbaren, die Dinge anders zu lösen. Aber heute muss ich sehen, dass ich Recht hatte. Ich war damals im Recht und ich bin heute im Recht. Du und Polar, ihr seid wertlos für mich. Ich brauche euch nicht. Familie, Freunde, es ist alles nur Last. Wärt ihr nicht gewesen, wäre alles besser gewesen. Hagel wäre noch am Leben und ich wäre glücklich. Du hast mich überzeugt, Aurora. Nicht der Plot ist schuld daran, was mit mir geschehen ist. Ihr seid es. Eure reine Geburt war ein Fehler. So sehr Aurora das Pokémon hier hasste, so wenig sie Epsilon respektierte, durch das Bewusstsein, dass dies tatsächlich ihre Mutter war, die Worte der einzigen Familie ihrerseits, die sich nicht das Leben nahm, trafen diese Ausrufe sie tiefer, als sie erst zugeben wollte. Zwar kann ich nicht beurteilen, warum Vater getan hat, was er tat, aber egal was seine Gründe waren, wie du damit umgegangen bist, ist weder Polars Schuld noch meine. Nachdem ich so viel gegeben habe, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, werde ich mir solche Behauptungen von der Tyrannin des Landes nicht gefallen lassen. Wenn der Hagel denn wirklich so wichtig war, Epsilon, sag mir, was würde er von all dem hier denken? Wenn er hier wäre, dann wären die Dinge anders. Und dass er tot ist, ist der Grund für alles. Ich werde mich nicht geschlagen geben, bis ich nicht meinen letzten Atemzug vollendet habe. Immer noch setzte sich der Kampf fort. Die Ausdauer der Plotkaiserin schien immer noch nicht zu schwinden. Für ihre letzte Chance entschied sie sich, ihren stärksten Gegner zu ignorieren. Epsilon kämpfte noch. Doch sie hatte bereits aufgegeben, diese Schlacht zu gewinnen. Alles, was sie noch wollte, war den Hass in ihrer Seele ausleben. Den Hass gegenüber ihrer eigenen, einzigen Tochter. Bilder vom Treffen am Eisberg blitzten in ihrem Verstand auf. Der Kampf war ein leichtes gewesen. Aurora war unerfahren, schwach, verraten. Damals war sie leichte Beute. Sie hatte sie getötet, doch auf den Plot gehört und ihr eine zweite Chance gegeben. Das Vulnona, welches ihr nun gegenüberstand, war nicht dieselbe Aurora, die sie damals bekämpft hatte. Sie war stärker geworden, entschlossener, erwachsener. Sie hatte so vieles gelernt. Nur in diesen Momenten hatte sich alles gedreht. Aurora war nun eine Gegnerin. Auf Augenhöhe, wenn nicht höher. All die Beteiligten, selbst das Wesen Inkel, hielten ihren Abstand. Sie alle sahen, dass die letzten Schläge des Kampfes alleine eine Angelegenheit zwischen Aurora und Epsilon waren. Und nun, in dieser Umgebung, die Blicke der Zuschauer außerhalb der einseitig schwarzen Barriere im Nacken, spürte auch Epsilon die Erschöpfung, welche all ihr Kampfgeist gebracht hatte. All die Sünden, die schweren Worte, die Last aller Taten. Es war alles zu viel. Und so ging Epsilon auf die Knie, das Schwert und die Arme gesenkt, mit schwerem Atem. Auch die Brustplatte ihrer Rüstung zersprang nun in Einzelteile und die Schwertfeder fiel zu Boden. So, dass Kell sofort zur Waffe sprang und sie sich schnappte. Ohne der gefallenen Kaiserin mehr Beachtung zu schenken, wandte er sich an sein Team. Aurora, my Shadow, folgt dem Weg nach Norden, vorbei am Eisberg, 3 Tage lang. Ihr werdet eine Bergkette vorfinden. Übersteigt diese und findet die Grotte im Tal. Dort werde ich euch erwarten. Dort werdet ihr die ganze Wahrheit erfahren. Warte, was? Aurora bekam nicht die Zeit, ihre Frage auszusprechen, als ihr Partner bereits verschwunden war. Und Epsilon, bestürzt und verzweifelt, zu den Resten ihrer Rüstung eilte.